ein Bücherbus zeichnet mit Sicherheit aus, dass er mehr Platz bietet. Er ist erstens einmal schon länger, aber er ist auch innen geräumiger und insofern bietet er die Möglichkeit, dass man zum Beispiel auch Bilderbuchkino macht oder eine kleine Lesung mit Kindern. Das ist etwas, was bisher völlig undenkbar war. Und dann klarerweise, die Zeiten haben sich weiterentwickelt, es gibt jetzt Barrierefreiheit, also man kann auch mit dem Rollstuhl in den Bücherbus gelangen. Was natürlich alle interessiert, was passiert mit dem alten Bücherbus? Der alte Bücherbus war wirklich tüchtig, also im Gegensatz zu einem anderen Bus in Österreich hat er nicht den Geist aufgegeben, sondern ist tüchtig 32 Jahre durchgefahren. Er wird verkauft und nach dem Best-Britter-Prinzip dann eine neue Verwendung finden. Ja, er ist wunderschön geworden und nach 32 Jahren war es, glaube ich, auch dringend notwendig, auf ein neues Modell umzusteigen. Freut mich für das Team der Stadtbücherei. Wir sind ja die erfolgreichste Bücherei Österreichs. Ich sage das sehr oft, weil ich sehr stolz bin auf das Team der Stadtbücherei. Und da gehört der Bücherbus dazu. Wir haben im Kulturleitbild, dass wir auch Bildung in die Stadtteile bringen. Das macht dieser Bücherbus mit über 5000 Büchern und auch neuen Medien. Und ja, er ist wunderschön geworden. Sehr schöne Atmosphäre hier drinnen. Also ich glaube, die Salzburgerinnen und Salzburger können sich darauf freuen. Dieser Bus, der startete in Kausala in Ostfinnland. Da ging er auf die Landtour, ungefähr 150 Kilometer bis zum Hafen Helsinki. Wurde dann von einem Kollegen von mir dort auf die Fähre gestellt. Und ich habe ihn dann in Travemünde auch selber von der Fähre gefahren, nachts um zwei. Und der alte Bus hat ja 32 Jahre gehalten. Ich nehme an, es ist Qualitätsarbeit. Der wird ein wenig länger halten. Also wenn er 32 Jahre durchhält, erlebe ich ihn wahrscheinlich schon nicht mehr. Das ist das Bittere dabei, aber ich hoffe, dass er noch länger hält als ich. Wenn man sich so die Wochentour des Busses anschaut, wann geht's da los, wie geht's da weiter? Wir werden praktisch die Corona-Krise des Bücherbusses beenden mit dem neuen Bücherbus und starten am 22.06. direkt wieder zu den Haltestellen.